Hey Leute, tut mir leid, dass ihr lange nichts mehr von mir gehört habt, ich lange nichts mehr hochgeladen habe. Ein paar Sachen. Ja, es war halt so, dass ich viel mit den Tipps viel beschäftigt war für die Leute, für die bezahlten Gruppen und so. Und mit den Leuten coachen und keine Ahnung. Ja, deswegen hat das hier ein bisschen drunter gelitten. Aber ich versuche natürlich jetzt irgendwie das zu managen. Halt auch, ich weiß halt nicht, wie ich es genau machen soll. Ob ich erstmal das in die bezahlte Gruppe mache und dann für euch poste. Aber es ist manchmal auch komisch, dass die dann Leute sagen, ist ja klar, ich bezahle dafür. Dann poste es auch kostenlos bei YouTube. Dann brauche ich auch nicht bezahlen. Ja, ich denke, das ist immer ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall zu der Neuigkeit, Florian Marku, ja. Ich habe auf ihn gesetzt und ich wusste eigentlich, dass es ein klarer, ein ausgeglichener Kampf ist, ja. Also, dass die wirklich eigentlich so ein bisschen mehr oder weniger gleich aufnehmen. Ich habe aber Florian Marku ein bisschen vorne gesehen, weil sein Gegner ist ein bisschen so ein kleiner Pumper und auch unorthodox. Er macht es nicht so wie wirklich ausgebildete Boxer, dass er wirklich guckt, wo die Lücken sind, sondern wenn er da einen K.O. geschlagen hat, dann war es mehr Glück, weil er einfach wie ein Wilder schlägt und wenn er mal trifft, dann geht er halt K.O. Aber ein richtig kompletter Superboxer ist es nicht. Ja, aber Florian Marku ja eigentlich auch nicht. Wegen seinen MMA und K1, Thai-Boxen und so weiter, war er ja auch Weltmeister. Ist ja auch eigentlich kein ausgebildeter Boxer. Aber ich habe, wie gesagt, er hat ja auch verlauten lassen. Die haben sich beide ein bisschen bekriegt im Internet, Facebook und so weiter. Und da hat er gesagt, Florian Marku, er haut ihn auseinander, gerade weil er so stichelt und so weiter. Und ja, man legt dich nie mit Albanern an. Ja. Ich habe ja auch meine Albaner-Erfahrung, könnt ihr ja mal googeln. Bei YouTube. Boxkampf endet in Massenschlägerei, das waren so meine Albaner Erfahrungen. Und ich weiß halt, wenn die was sagen, dann ziehen die das auch durch. Linke, Aufwärtsangriff, rutscht noch runter, Tony Kirchner am Boden! Das war abzusehen! Er kommt wieder hoch, er kommt wieder, nee, jetzt Achtung, 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 Ferre wieder runter, er macht weiter. Was passiert jetzt? Jetzt ist da Schlägerei hier im Ring! Und ich habe an ihn geglaubt. Und er hat es wirklich durchgezogen, mich komplett überrascht, dass er wirklich, also er ist ja auch eigentlich kein Boxer. Und der war ein bisschen kleiner als er. Und der hat dann wirklich einfach ihn lang gehalten. Und wenn er dann rankam, Uppercut, wie man es macht, ja. Und sonst macht er den Druck. Und er hat wirklich wie ein ausgebildeter Boxer, also er hat sich sowas von entwickelt, ja, das ist ja sagenhaft. Er hat wirklich wie ein ausgebildeter Boxer das Ding gerockt. Ihn dann lang gehalten. Einmal wurde er angeklingelt, das war ein bisschen scheiße. Und da hatte ich schon ein bisschen, ja, klar ein paar Erbsen in der Hose. Aber an sich war es geil und er hat sich übelst entwickelt, ja, boxerisch. Das war das wirklich so. Er ist auch die ganze Zeit ruhig geblieben, obwohl der reingegangen ist. Er hat sich nicht mitgeprügelt. Er hat das wirklich alles mit Bedacht gemacht. Dann hat er ein paar Mal ihn hart getroffen und dann ist er halt Carlton. Dann hat er aufgegeben, ja. Aber wie gesagt, richtig geil, wir haben wieder gewonnen. Ich freue mich. Und ich bin erstmal raus, Jungs.